Vitello Tonnato ist ein Klassiker der italienischen Küche, den Sie vermutlich kennen, liebe Zuschauer. Aber wie sieht's denn aus mit einem bayerischen Vitello? Wie einfach das zuzubereiten ist, das zeigen wir Ihnen heute. Und damit herzlich willkommen zu Wir Landfrauen on Tour. Und wir sind heute im Rewe-Markt in Oberstdorf zu Gast, im südlichsten Rewe Deutschlands. Und schauen Sie mal, was wir hier aufgebaut haben. Mitten im Rewe-Markt von Hans-Jürgen Schnitzer steht eine große Küche. Und da sind richtig viele Beteiligte hinter den Kulissen, die dafür sorgen, dass das eine richtig schöne Sendung wird für Sie, liebe Zuschauer. Und die wichtigste Person ist natürlich Sabine Stenzel von den Landfrauen des Bayerischen Bauernverbands. Hallo, liebe Sabine, schön, dass du da bist. Hallo, Katja. Liebe Sabine, du bist eine echte Expertin, denn du bist Ernährungsfachfrau, du bist Meisterin der Hauswirtschaft, du bist stellvertretende Kreisbäuerin auch und du kennst dich sehr, sehr gut mit Kühen aus, mit Rindern aus, denn du stehst jeden Tag morgens und abends selber auch im Stall. Selbstverständlich. Ihr habt eine kleine Biolandwirtschaft, glaube ich. Eine kleine Biolandwirtschaft, genau. Genau. Und heute dreht sich bei uns alles ums bayerische Vitello und da wirst du uns sagen, wie das Ganze geht. Was brauchen wir dafür? Wir bereiten erstmal eine Brühe zu, eine richtige schöne Kraftbrühe außen. Ochsen, genau, aber man muss auch sagen, man kann natürlich einfach herkömmliches Rindfleisch dafür nehmen, genau, oder? Aber wir machen heute mal Ochsen. Das ist mal was Spezielles, was Besonderes. So, wir haben unser Suppengrün. Wir haben kleine Gewürze, also nicht viel Gewürze. Es soll ja bayerisch sein und bayerisch ist deftig und lecker. Und wir braten erstmal das Fleisch an und dann machen wir peu à peu, Schritt für Schritt, alles, was so reinkommt. Okay, dann würde ich sagen, du fängst einfach an, ja, oder? Liebe klar. Sabine. Genau, und wir haben ja einfach einen ganz herkömmlichen Topf hier bei diesem Induktionsherd. Und jetzt kommt erstmal das Fleisch rein, oder? Was machst du als Erstes? Genau. Als Erstes hätte ich jetzt einen Fehler gemacht. Genau. Da haben wir ein Bio-Sonnenblumenkernöl. Genau. Aus der Region natürlich. Aus der Region selbstverständlich. Ja. Die Mühle ist in Kempten. Das ist eine Allgäuer Ölmühle. Warum wird denn jetzt eigentlich das Fleisch angebraten? Das Fleisch wird angebraten, damit die Poren sich schließen. Wir haben ja jetzt auch ein bisschen Zeit, bis das Fleisch hier dann fertig ist. Dann können wir vielleicht mal drüber sprechen, weil wir arbeiten ja mit einem bayerischen Ochsen. Ja. Was macht denn das Ochsenfleisch eigentlich so besonders? Das Ochsenfleisch, das wird, die Ochsen werden gemästet. Die werden langsam gemästet. Die werden mit dem Futter gemästet, was auf dem Hof ist. Also die kriegen keinen Futterzusatz. Und das Fleisch vom Ochsen, dadurch wird das richtig schön rot, kräftig, hat eine wunderschöne Farbe, meiner Meinung nach, feinporig, hat eine Marmorierung. Und das ist halt, meiner Meinung nach, ein sehr besonderes Fleisch. Ganz besonderes Fleisch, aber wir müssen es eben nochmal sagen, also wenn Sie sagen, ja gut, jetzt komme ich gerade nicht an ein Ochsenfleisch, ich möchte es aber trotzdem machen, das ist eben selbstverständlich auch mit ganz normalen herkömmlichen. Ja, selbstverständlich. Gibt's da, muss man da auf etwas achten? Also Rind haben wir jetzt ja gesagt, aber welches Stück vom Fleisch? Also es sollte schon mal nicht das Filet sein. Ja. ich benutze sehr gerne Schulter, weil sie eben saftig bleibt, wenn man sie nämlich schon anbrät. Wir sind jetzt aber so weit, dass wir das Gemüse schon zugeben können. Man kann es nämlich das Rest mit dem Gemüse mit anbraten. Okay. Das heißt, wir haben klassisches Suppengemüse. Ich sehe Karotten. Sellerie und Lauch, aber nur das Grüne vom Lauch. Warum? Oftmals ist es so, wir kaufen uns einen Lauch. Der Lauch ist so groß. Und da ist oben das Dunkelgrüne. Das Dunkelgrüne, wenn wir das in Salat machen oder einfach so essen, ist das bitter und hart. Und da vergeht manchmal die Lust so an dem Gemüse. Und wir wollen ja, dass die Lust am Gemüse bleibt. Ja. Also verwenden wir das für die Suppe. Okay. Weil durch das Kochen von den 2 Stunden wird es richtig schön weich. Und es gibt beim Lauch das richtige Aroma raus. Okay. Wenn man natürlich den Lauch sagt, okay, ich möchte es aber nicht in der Suppe haben, den kann man auch gut trocknen. Ein bisschen Sesam mit rein. Ach, und ein bisschen Salz. Und dann hat man perfektes, wie sagt man so, obendrauf auf dem Salat oder auf unserem bayerischen Vitello. Ah, okay. Kann man auch machen. So ein bisschen Crunch dann auch. Genau. Jetzt, das ist aber für unsere Suppe und dann für unsere Vitello natürlich gedacht. Das kommt da rein und ich sehe vor allem, und das finde ich spannend, eine ganze Zwiebel, liebe Sabine. Ja, du hast es gerade gesagt mit der Zwiebel. Die Zwiebel, die tue ich mit der Schale rein. Also eine Zwiebel hat ja mehrere Schichten. Die erste Schicht tue ich weg. Die Zwiebel ist natürlich gewaschen. Und dann tue ich sie in das kalte Wasser mit rein und koche es aus. Okay, warum? Ich schäle die Zwiebel, ich halbiere die und werfe die dann rein. Genau, weil eben
die Brühe richtig eine kräftige braune Farbe bekommt. Und das macht die Zwiebel? Das macht die Zwiebel. Wow, dann wieder was dazugelernt. Und deswegen machen wir es ja auch, unsere Sendung. Genau. Da würden wir jetzt noch ein bisschen Gewürze tun. Das ist bloß ein Lorbeerblatt und Piment. Mhm. Okay, und die Zwiebel muss da natürlich rein. Und natürlich die Zwiebel, weil wir wollen ja sehen, wie es danach ausschaut. Ja, ne? So ist es. Genau, die Zwiebel kommt da rein. Und dann kommt wahrscheinlich nur noch der Deckel drauf. Nee, würzen müssen wir es noch. Wir tun noch ein bisschen Salz rein. Okay. Mehr muss da gar nicht ran. Okay. Ein bisschen Pfeffer. Und dann hat es seine Zeit. Und du hast gesagt, wie lang? Circa 2 bis 3 Stunden. Also wir machen das jetzt 1,5 bis 2 Stunden, weil okay. Das Teil ein bisschen klein ist. Und bitte, ganz wichtig, nicht kochen, sondern köcheln. Warum? Wenn ich die Brühe koche, dann wird sie trüb. Okay. Es ist schöner, wenn, das Auge isst natürlich mit, wenn die Brühe richtig klar ist und durchsichtig. Ja. Das heißt, manchmal, ich kenne das auch, ich muss die Frage jetzt einfach stellen, weil ich selber erlebt habe, wenn ich die Brühe mache und da kommt dann oben wie so ein Schaum, ist das dann, heißt es dann, dass es zu heiß ist? Genau, dann hat es wirklich zu fulminant gekocht, sagt man. Zu viel Power, genau. Okay, das wird bei uns nicht passieren. Das heißt, die Suppe, die steht jetzt ein bisschen und die Zeit, die nutzen wir, liebe Sabine, weil wir haben ja gesagt, wir kochen heute mit einem bayerischen Ochsen und wir wollen uns einfach mal anschauen, in Haltungsform 3, der bayerische Ochse, wie der lebt, wie es dem da geht, und da haben wir für Sie ein paar Bilder vorbereitet. Der bayerische Ochse von Rewe Süd wird unter dem staatlichen Zeichen geprüfte Qualität Bayern und in Haltungsform 3 angeboten. Das bedeutet mehr Platz, mehr Licht, frische Luft und das Futter ohne Gentechnik während der Mastphase. Geburt, Aufzucht, Mast, Schlachtung und Verarbeitung der Ochsen finden in Bayern statt. Da die Aufzucht beim Ochsen zeit- und futterintensiver ist, bekommen die Landwirte von Rewe Süd für den Mehraufwand eine höhere Bezahlung. So, die Suppe ist jetzt fertig und das bedeutet, liebe Sabine, wir können jetzt dann schon ans Anrichten gehen. Ja. Jetzt lass uns mal reingucken, wie das Ganze hier aussieht. Ja, da sieht man schon die klare Brühe. Die klare Brühe mit ganz vielen Augen drauf. Mit ganz vielen Augen. Das heißt, du richtest es jetzt an und das ist ja wirklich das Tolle, also wenn man so ein bayerisches Vitello macht, dass man dann die klare Brühe hat. Und in die klare Brühe können ja verschiedene Einlagen dann auch mit rein. Ja. Du hast jetzt einfach Nudeln. Ich habe jetzt einfach Nudeln. So, also die sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Und liebe Sabine, jetzt, ich meine, wir haben jetzt so eine Menge für 2 bis 4 Personen. Wenn man jetzt aber wirklich sich die Arbeit macht und sagt, Mensch, ich möchte da mehr ansetzen, dann bleibt ja eben auch mehr übrig. Kann ich denn so eine Brühe auch haltbar machen? Und wenn ja, wie? Ja, eine Brühe kannst du haltbar machen. Die kannst du entweder in einem Einwegtopf machen, im Backofen oder gefrieren. Beim Eingefrieren bitte nur bloß darauf achten, wenn man sie in Gläser tut, dass ein kleiner, sag mal so 2 bis 3 Zentimeter Rand offen ist. Also halt nicht direkt am denkst nicht, dass das Glas zerspringt. Okay. Aber ansonsten. Okay. Wunderbar. Und jetzt kommt hier noch ein bisschen Deko, das Auge isst ja mit. Ein bisschen grün und das ist wirklich toll. Also, und das Gemüse ist auch mit dabei. Das heißt, das muss ich nicht wegtun, weil nein, das jetzt. Nein, nein, das musst du nicht mittun. Das ganze Gemüse ist drin. Sämtliche Vitamine, die sich ausgekocht haben, sind im Wasser mit drin. Genauso wie das Gemüse noch als kleiner Crunch. Also, das ist wirklich ein toller Nebeneffekt von unserem bayerischen Vitello, dass wir so eine tolle Brühe haben. So, und damit kommen wir jetzt zum bayerischen Vitello, liebe Sabine. Und du hast hier einige Zutaten mitgebracht, die du fürs Vitello brauchst. Was ist das im Einzelnen? Als allererstes unsere Hauptzutat, das schöne Ochsenfleisch, das wir in der Brühe gekocht, ausgekocht haben. Dann haben wir ein bisschen Öl, ein bisschen ist gut gesagt, Senf, Honig, Zitronensaft, Petersilie und natürlich das Gemüse wie Gurke, Sellerie und Tomate. Natürlich ist kein Rezept, also das Rezept nicht in Stein gemeißelt. Ja. Das kann man natürlich sagen, okay, ich mag das Gemüse aber nicht. Ich möchte mein Gemüse, was ich Herzenslust habe, möchte ich gern verwenden, sehr gerne. Hauptsache bunt und gesund. Dann haben wir unser kaltgepresstes Sonnenblumenkernöl aus Kempten, aus dem Allgäu. Essig, Salz und Pfeffer.
mehr braucht man dazu nicht. Genau, und dann müssen wir natürlich jetzt noch das Fleisch aufschneiden. Genau. Genau, das ist jetzt der nächste Schritt und da würdest du uns eben hier mal zeigen, wie das Ganze dann auch gut gelingt, weil das Schneiden, das muss natürlich auch super gelingen. Ja, das Fleisch sollte kalt sein, abgekühlt. Mhm. Wenn es geht, gegen die Faser, nicht mit der Faser. Also das heißt, so läuft die Faser und ich schneide es jetzt so, damit es in einem Stück ist. Passiert es, dass das Fleisch natürlich zerbricht, weil es zu lange gekocht hat, ist kein Problem. Mhm. Wir decken es ja mit dem Gemüse ab, aber der Geschmack bleibt immer der gleiche. Ist egal, ob er zerfällt oder nicht, der Geschmack bleibt. Okay, dann schneidest du das Ganze jetzt mal an und wir gucken natürlich gespannt zu. Und liebe Sabine, während du schneidest, lass uns auch noch mal drüber sprechen, denn du bist ja im Bayerischen Bauernverband auch die Regionalitätsbeauftragte, ja. Was ich sehr spannend finde. Was sind denn da so deine Aufgaben? Meine Aufgaben sind es, Kindergärten, Schulen, große Kantinen darauf aufmerksam zu machen, dass man die Regionalität auch nutzen kann. Wir sind ein sehr fruchtbares Stückchen Erde, was wir hier haben. Mhm. Und wir haben viele, viele, viele Bauern, die eben so viel produzieren, dass sie es auch verkaufen, ja. Dass sie einfach auf gesundere Nahrungsmittel zugreifen und die Wege auch kürzer halten, nachhaltig denken. Ja, ja, das ist wirklich toll, dass eben ja auch der Bayerische Bauernverband da vorangeht. Das Thema Regionalität ist wichtig und es gibt jemanden, dem ist das Thema Regionalität auch sehr wichtig. Und zwar ist das der Kaufmann dieses Rewe-Marktes, Hans-Jürgen Schnitzer, liebe Sabine, und mit dem unterhalte ich mich jetzt mal. Ja, bis gleich. Bis gleich. Ja, und bei mir ist jetzt hier der Herr Schnitzer. Und Herr Schnitzer, ich habe mich ja vorhin bei Ihnen im Markt umgesehen und habe gesehen, Sie haben unheimlich viele regionale Produkte. Die sieht man hier ja auch alle. Warum ist Ihnen das Thema Regionalität so wichtig? Also Regionalität ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig. Als ich vor 10 Jahren hier als selbstständiger Kaufmann angefangen habe, wollte ich in jeder Warengruppe einfach die besten Produkte haben. Ich wollte zum Beispiel den besten Käse, den besten Wurst, die besten Honig, die beste Milch aus der Region einfach für meine Kunden hier bei mir im Markt haben. Es gibt ja die sogenannte Rewe-Lokalpartnerschaft. Was steckt da genau dahinter? Also die Rewe-Lokalpartnerschaft ist die Partnerschaft zwischen den Rewe-Kaufleuten und lokalen Erzeugern. Diese Partnerschaften entstehen zumeist auf die kuriosesten Wege, entweder auf Messen, auf Börsen oder wie bei unserem regionalen Eierlieferanten sogar einfach mal am Gartenzaun. Es ist mir persönlich immer wichtig, dass man sich gegenseitig fair behandelt. Auch soll der Lieferant immer den Preis bekommen, den er braucht, damit das Produkt sich für ihn rechnet. Der Kunde wird zum Schluss sowieso entscheiden, ist das Produkt für uns das richtige Produkt. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, eben die regionalen Erzeuger, die sind es ja, die dafür sorgen. Wie muss ich mir denn das dann vorstellen, so im Alltag? Wie pflegen Sie da den Kontakt? Wie läuft das ab? Also so ein Kontakt ist sowieso mindestens einmal in der Woche. Der Erzeuger ruft an, es wird über private Sachen gesprochen, es wird über Bestellungen gesprochen, es wird über Neuigkeiten gesprochen oder auch mal Ideen umgesetzt. Auch liefert der Lieferant oder der regionale Erzeuger zum Beispiel persönlich noch, kommt vorbei und dann wird sowieso auch ein Kaffee miteinander getrunken und da kommen dann die kuriosesten Ideen zum Beispiel dabei raus. Also eine ganz besondere Beziehung zwischen Kaufmann und eben dem regionalen Erzeuger mit ganz besonderen regionalen Produkten, mit denen wir jetzt weiterkochen, Herr Schnitzer. Deswegen gehe ich jetzt gleich wieder zur Sabine und dann geht's vorne weiter. Ja, und bei uns geht's jetzt weiter mit unserem bayerischen Vitello und mit regionalen Produkten. Jetzt geht's nämlich ums Dressing, liebe Sabine, und du sagst uns, wie das Ganze jetzt zubereitet wird. Ja, wir nehmen erstmal unser Gemüse nach Wahl. Mhm. Das gibst du einfach alles in eine große Schüssel? Genau, damit ich es gut verrühren kann. Damit ich den Dressing eben reinrühren kann und sich alles zusammen schön verbindet. Ja. So, um den Dressing zu machen, brauchen wir Öl. Genau, regionales Öl. Regionales Öl. Dann brauchen wir einen regionalen Senf, das haben wir. Klar. Gell? Aber dann nehmen wir bloß einen Teelöffel. Das soll ja ein bisschen Schärfe schon haben. Das darf würzig sein. Ja, aber dann ist es ja hier der Gegenspieler, der Honig. Ja, genau. Wir nehmen jetzt so ein bisschen Honig. Das lassen wir ganz langsam einfließen. So, nach Gefühl. Also ich würde sagen, so ein Teelöffel. Nach Gefühl und Wellenschlag. Und da kann man ja auch immer noch korrigieren, ja. Muss man sagen, oder? Also man muss es abschmecken. Ja. Zitronensaft für die Säure. Mhm. Jetzt bitte aber nicht erschrecken. Mhm. Wir geben sogar noch ein bisschen Essig rein, okay. Weil Zitrone hat eine andere Säure wie ein Essig. Okay. So, und natürlich würzen Salz, wir. Pfeffer.
Sage mal. So. Da hängt's. Jetzt da. Jetzt. Jetzt kommt Salz. Gut, und Pfeffer. Und Pfeffer, wunderbar. So. Natürlich wollen wir das noch grüner gestalten. Ja. Und fügen ein bisschen Petersilie mit zu. Frische Petersilie, das gibt ja dann auch einfach nochmal wirklich so diese, ja, diese Frische. Ja, Petersilie dazu hat einen leichten bitteren Geschmack. Mhm. Und das bindet sich mit der Säure, mit dem Honig. Okay. Genau. Dann schmeckt es besonders gut. Und das kommt jetzt. Das ist der Gegenspieler. Sag mal so. Das ist der Gegenspieler, ja. Genau. So. Und das kommt jetzt hier rein? Das kommt jetzt hier rein. Mhm. Gut. Es ist natürlich. Das ist ein Gericht, wo gut zum Vorbereiten ist. Das heißt, man hat Gäste, man möchte auch bei den Gästen sitzen bleiben, gerne vorbereiten. Mhm. Und wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich gehe jetzt eine Runde joggen. Genau, das ist, und das machen wir ja öfter. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich gehe wahnsinnig viel joggen. Ja, ich gehe jeden Tag. Ja, ja, ich auch, ich auch. Und zwischendurch mache ich mal so ein Vitello. Klar, genau. Warum auch nicht? Genau, nee, dann kann man den nämlich wunderbar vorbereiten, in den Kühlschrank stellen und je länger er durchzieht, desto besser schmeckt er. Okay. Okay. So. Und jetzt wird angerichtet. Und jetzt wird angerichtet. Ja. Jetzt tun wir das Ganze hier oben drauf. Und wenn, wie gesagt, wenn der Dressing drin bleibt, bitte den Dressing drauf, damit das Fleisch sich einsaugt. Mhm. Liebe Sabine, vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast. Und ja, uns bleibt natürlich jetzt viel Freude beim Nachkochen zu wünschen. Also machen Sie das unbedingt. Das ist ein tolles, tolles Gericht, das wunderbar aussieht. Und wir wünschen viel Freude beim Nachkochen. Und liebe Sabine, vielen Dank dir. Auf Wiedersehen, wenn es wieder heißt. Dankeschön. Wir Landfrauen on Tour. Tschüss.